Hey Leute, Badi, willkommen zur weiteren Folge von Brawl Stars. Seit heute, also aus eurer Sicht seit vorgestern, ich weiß nicht, wann dieses Video kommt, kann sein, dass es vorgestern ist. Eines mein Club heißt Bibi durchgestrichen Hot. Seit heute, für mich, gibt es den neuen Modus Trophäeneroberung. Das ist ein neuer Modus, der sieht ganz cool aus. Ich will den mal ausprobieren. Ich habe vorhin eine Partie mit Shelly gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass Shelly nicht die beste für den Modus ist. Aber ich habe eine Quest für Shelly. Deswegen machen wir es kurz mit Shelly. In diesem Modus spawnt in der Mitte der Map eine Trophäe. Und im Grunde ist es Capture the Flag mit extra Steps, so gesehen. Und sehr, sehr interessant, denn ein Team muss die Flagge halt tragen die meiste Zeit. Dann lädt sich oben eine Prozentanzeige auf. Und wer als erstes 100% erreicht, gewinnt. Im Grunde ist es Hot Zone mit extra Steps. Das ist, glaube ich, eine bessere. Oh. Oh. Dass das geht, ist Bullshit. Wenn das gegnerische Team keinen Brawler gehabt hätte, der Dinge kaputt machen kann, dann wäre die Trophäe weg gewesen. Hätte man da ja gar nichts machen können. Wie lame ist das denn? Ja, natürlich die Dynamax wieder, die sich irgendeinen lame Trick aussuchen. Ja gut, der Modus ist heute draußen. Natürlich gibt es dann schon Leute, die das ausnutzen wollen, die Fehler von dem Modus. Aber jetzt haben wir gerade sehr lange die Trophäe und ihr merkt, Shelly ist nicht die beste für den Modus. Sie funktioniert aber. Das ist das Entscheidende. So, ja, es sollte Sieg sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war's. Sehr interessant, was der Dynamax da versucht hat, ne? Sehr, sehr interessant. Haben wir die Shelly-Quest schon geschafft? Nee, noch nicht ganz. Dann machen wir mal noch eine Partie. Wenn die Trophäe zu lange auf dem Boden liegen bleibt, dann teleportiert sie sich wieder zur Mitte. Muss man wissen. Ups. Kill dich hinkriegt. Kann man ja auch taktisch nutzen. Also, ich finde den Modus ehrlich gesagt interessanter als den Basketball-Modus. Der Basketball-Modus hatte meiner Meinung nach zu viele Probleme. Der Modus hier hat natürlich auch ein paar Probleme, aber ich finde, der hat mehr Vorteile und mehr gute Dinge als Probleme. Finde ich, ist stark. So. Jackie sollte down sein. Yup. Primo down und das sollte Sieg sein. Ich wollte jetzt dasselbe machen mit Wand weg, aber ich kann ihn nur komplett wegmachen, die Wand. Okay, hat funktioniert. Ich würde jetzt ganz gerne das mit El Primo nochmal versuchen, dass ich die Trophäe klau, nach unten gehe, da dann die Wand wegspringe und dann einfach guck, ob ich ein bisschen Zeit rausholen kann. So. Weil es wäre ja lustig, wenn es klappt. Das wollte ich taktisch sinnvoll einsetzen. Joke, ich hau ihn einfach raus. Au. Okay, nice, ich habe den Sprung. Ärgerlich, dass die Shelly genau da gespawnt ist, wo der El Primo lang gelaufen ist. Okay. Okay, immerhin eingekillt. Mein Team kriegt halt überhaupt nichts hin, ist das Ding. Die kriegen halt gar nichts hin. Ich glaube, Dynamic hat noch nicht einmal einen Gegner getroffen. Nochmal neu, bitte. Underdog, ich hasse es. Ich hab einen Super. Sehr gut. Kannst du mir den geben? Kannst du mir den. Oh, Moment. Check das. Komm, gib mir. Gib mir doch. Hallo, Leute. Ich stehe jetzt hier unten im Nichts. Oh, jetzt habe ich mich selbst aus dem Spiel genommen. Danke. Nani ist ein Ehrenroboter. Der hat mir geholfen, dass ich raus kann. Bin ganz knapp nicht weggekommen. Oh. Aber wir leben noch. Ich will den Frank wegdrängen. Ich glaube nämlich, Frank ist der stärkste Gegner so. Deswegen. Yep. Sehr gut. Hat geklappt. Jetzt ist er tot. Sasuke, flieh! Lauf, ihr Narren! Und wir haben gewonnen. Ehre. Ja, ich habe mich eingesperrt. Ehre an Nani. Guter Typ. Ich weiß, es ist eine schwere Taktik, wenn man mit zu vielen Leuten spielt. Aber ich würde es gerne nochmal versuchen. Wieder Underdog. Was ist das denn? Gib mir den Ball. Oh, ich habe alles weggemacht. Nein! Mein Aiming war nicht on point. No. Ja, das gewinnen wir wahrscheinlich. Schade, dass der genau dann teleportiert ist, als mein Team mit den einsammeln wollte. Das gewinnen wir wahrscheinlich, aber wird nicht so schön, wie ich dachte. Oh Gott. Da. Ja. Lauf! Max, lauf in die Freiheit! Ich camp hier ein bisschen, um dann sowas zu machen.
Tanks und Einheiten, die Gegner betäuben können, so scheinen sehr stark zu sein in dem Modus. Und El Primo ist halt gut, weil mit dem Gadget kriegt er nochmal einen Speedboost, wenn er dann super einsetzt, das ist gut. Max hat einen Speedboost, weil wenn du die Trophäe hast, wirst du ja langsamer. Ist auf jeden Fall aber ein skilligerer Modus als der Basketball-Modus, weil es fällt viel mehr auf, wenn ein Teammate halt einfach nicht checkt so. Oh, ich mach mal Sandy, weil ich habe ja das Gadget gekriegt, süße Träume. Sandys nächster Angriff lässt Gegner 1,5 Sekunden lang schlafen. Ich würde ganz gerne machen, dass die Gegner schlafen. Ich will nur gucken, wie das ist. Weil Sandy an sich ist, glaube ich, nicht gut in dem Modus, aber mit der... Ach so, Ember, okay. Ich dachte gerade, wer ist das? Weil mit der Einschlaffähigkeit könnte gut sein. Aber guck mal hier. Oh, hä? Hat er Schaden gekriegt? Ich habe die Fähigkeit gerade aktiviert, aber der hat nicht gepennt. Ach, der nächste Gegner, den ich treffe, schläft ein. Ah, ich dachte, das trifft alle. Ah, ja gut, dann ist es vielleicht gar nicht so stark, wie ich dachte. Ja gut, das habe ich ein bisschen lange gebraucht für, ne, um das zu checken. Ja gut, wäre natürlich zu overpowered, wenn einfach alle Gegner auf einmal einschlafen. Wenn man bedenkt, dass ich die also ich habe das Gadget nicht einmal richtig eingesetzt, wir haben trotzdem gewonnen. War in Ordnung. Ich wähle jetzt mal jemanden aus, der gar nicht gut ist in diesem Modus, also kann ich mir nicht vorstellen, und zwar Piper. Ich will nur gucken. Taugt Piper was in diesem Modus, obwohl sie auf dem Papier so gesehen nichts können dürfte in diesem Modus. So. Na gut, Gegner haben jetzt natürlich ein paar Werfer. Betäubungsschuss. Sprung. Spawnt in der Mitte wieder. Okay, es ist ein bisschen komplizierter mit Piper, merke ich gerade. Schauen wir uns an. Nope. Doch. Okay. Poco hat das sehr, sehr lange, merke ich gerade. So, oh, verfehlt. Doppelt verfehlt. Das Gute ist ja so ein Tick, wenn du den einmal triffst, ist er schon fast tot und dann hat er einfach Respekt und macht nichts mehr. So. Haben wir gewonnen. Ich habe auch eine Quest für Piper. Da muss ich noch 70.000 Schaden machen. Ich will nur ein bisschen gucken, was da so geht. Boom, boom, boom. Gegner sind jetzt ja auch sehr tanky unterwegs, das heißt... Gadget-Schuss fahren. Ja, da kann man jetzt gut Schaden, glaube ich, sammeln einfach. So. Ciao, ciao. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum der El Primus mein Team da so ein bisschen chillt. Aber ist in Ordnung. Jetzt geht er rauf. Unerfolgreich. Spike ist auch gestorben. Aber im Grunde egal. Mir geht's um den Schaden und gucken, wie es mit Piper so ist. Und gut Schaden machen. Zack, zack. Danke. Also mein Team ist halt lost. Ich habe jetzt alleine als Piper gegen drei Gegner gekämpft. Ich weiß nicht, wo mein Team war. Ah, hier unten. AFK. Spike, ich hasse dich. Aber was den Schaden angeht, habe ich bestimmt jetzt 20.000, 30.000 Schaden gemacht. Auch weil mein Team Müll war. Ja, 36.000 Schaden habe ich gemacht. Ja, der Betäubungsschuss ist immer noch nice. Ich sollte nicht jemand sein, der das Ding behält. Ich sollte wirklich so spielen, glaube ich, dass ich auf Distanz bleibe und die weghielt die ganze Zeit. So. Zack. Dankeschön. Da hätte ich nicht Auto-Aim machen dürfen. Ja. Yep. Oh, verfehlt. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir leben noch. Hit. Let's go. Verfehlt. El Primo muss ihn aber haben. Ich wurde betäubt. Zack, zack, zack. Ehre. Gekillt. Ja gut, wenn die Map halt ein bisschen offener ist, ist Piper schon sehr, sehr gut in dem Modus. Merkt man schon, dass die hier echt gut was weghalten kann. War stark. War jetzt nicht vom Schaden, so wie ich wollte, aber... Platz 2 nur vom Schaden. Okay, belastet. Hat funktioniert. Wir haben 35.000 Schaden gemacht, wir haben damit die Piper-Quest geschafft. Und ich würde sagen, zur Feier des Tages öffnen wir mal kurz eine Megabox. Wo natürlich nichts drin ist. Aber nee, wenn man die Map ein bisschen offener kriegt, funktioniert das schon mit Piper. Krönenden Abschluss würde ich ganz gerne mal Spike versuchen. Spike könnte scheppern in diesem Modus. Mein Team ist nicht gut, wir haben niemanden, der Wände kaputt machen kann. Das heißt, wenn die Gegner diese Camper-Taktik versuchen würden, wird das sehr, sehr doof für uns ausgehen. So. Sehr gut. Sehr gut, Spike. So.
Oh, Edgar, sehr, sehr wild. Oh Gott. Oh, hat ja geklappt. Nein, ich wollte es gerade werfen. Und wieder ist einer aus meinem Team AFK. Was ist mit den Leuten? Weil ich verrate dir mal was. Du kannst doch AFK rumstehen, ohne ein Videospiel zu spielen. Das kannst du im echten Leben machen. Sammeln. Ja, sehr gut. Sehr gut, okay. Jetzt aber muss das alles klappen. So, zack, zack. Einer weg. Geh doch in die andere Ecke, Edgar. Edgar, geh doch in die andere Ecke. Ich habe jeden Schuss verhauen. Wir haben ein bisschen aufgeholt, aber ich habe jeden Schuss leider verhauen. Und irgendwie haben die Gegner jetzt schon wieder die Trophäe. Ohne irgendwas dafür gemacht zu haben. Okay. Der El Primo ist ein Trollo. Okay. Aber wir haben gewonnen. Hey, ganz ehrlich, das kommt selten vor, dass ein neuer Modus ins Spiel kommt, wo ich sage, ey, der hat Potenzial, der soll von mir aus dauerhaft drin bleiben. Aber Trophäeneroberung seit bestimmt jetzt ein Jahr oder zwei mal wieder ein Modus, wo ich sage, ey, wenn der dauerhaft im Spiel bleiben würde, würde mich das nicht stören. Der hat taktisch eine gewisse Tiefe, der fühlt sich frisch an, sehr ernsthaft, sehr, 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 sehr gut. Kriegt von mir einen Daumen nach oben, mental. Gefällt mir auf jeden Fall. Besser als der Basketball-Modus, überraschenderweise. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.